Was? Geht schon los jetzt? Ja, jetzt geht's los. Alles klar. Moinsens und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Keep Talking and Nobody Explode. Heute mal mit dem professionellen Bombenentschärfer Max, der mich ja letztes Mal in einem Selbstmord nach dem anderen getrieben hat. Hoffen wir, dass es dieses Mal besser wird. Ihr seht jetzt nochmal bei ihm den Anfang und wenn wir Glück haben, schaffen wir vielleicht sogar innerhalb von weniger als einer halben Stunde zwei Bomben am Stück. Das wäre doch klasse, oder? Wir müssen aber jetzt nochmal die erste Bombe machen, ne? Ja, ist egal, Max. Das kriegen wir vielleicht, wenn wir Glück haben, sogar im ersten Versuch hin. Okay, wenn du es mir richtig beschreibst. Bist du soweit? Ich jetzt in die Level. So, start. Okay. Warte mal ganz kurz. This screen is only for your eyes. Andi, warte mal. Is for your eyes only. Es ist 22.05 Uhr. Ist es so spät? Ja, 22.05 Uhr. Oh. Wir müssen uns beeilen. Warum? So. Bombe läuft. Ich habe... Was haben wir? Ich habe, Kabel. Ich habe drei weiße und ein blaues. Ihr Kabel, ist erstmal... Du hast nur drei weiße und ein blaues, ja? Ja. Nein, das ist nicht... Das erste. Richtig. Okay, was hast du noch? Ich habe dieses komischen Symbole. Okay. Also ich habe einmal so ein Symbol, das sieht so ein bisschen aus wie ein lächelnder Smiley, der seine Zunge rausstreckt. Hab ihn, ja. Dann dieses, was das Paragraphenzeichen ist in Word. Fuck, wie sieht das aus? Das ist so ein umgekehrtes P. So ein gespiegeltes P, okay, ja. Hab ich, ja. Dann dieses komische I mit dem X hinten. Das I mit dem X, okay, ich weiß, ja. Was du meinst, ja. Und dann dieses kleine B mit diesem Strich da noch drin. Okay, Paragraph B, dieses I mit dem X und Smiley. Okay, dann habe ich einen Button, wo Abort drauf steht. Okay, warte, da muss ich jetzt ganz kurz nochmal hingucken, ob ich... Das war weiter oben, ne? Lass mich ganz kurz hier, okay. Ich habe zwei kleine. Ist der blau, der Button? Nein, das ist rot. Dann ist er das nicht. Ich gehe erstmal in Detonate. Button ist white with label. Okay. Der war weiß, ne? Nee, rot. Ach, der Button ist rot, okay. There are more than two. The lit indicator with the label F. Okay, jetzt muss ich ganz kurz gucken. Sind da mehr als zwei Batterien? Sind genau zwei. Ist da. Okay, dann ist es das auch nicht. Der Button, if the button is threatened, the button says hold, das ist nicht, if none of the above apply, hold the button and refer to releasing a held button. Ich hab daneben okay, roten warte, Streifen. Okay, warte, halt gedrückt, einen roten Streifen ist es, ne? Ja. Wenn er eine 1 hat. Okay. Okay. Und was, oder ist er explodiert? Ich habe es geschafft. Weil ich einfach nur der beste Bombenentschärfer dieser Welt bin. Weil du den besten Bombenentschärfer-Helfer neben dir hast. So, jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt kommt die zweite Bombe. Ich bin gespannt, ob wir sie weniger als 30 Minuten schaffen. So, das ist jetzt so eine Challenge, ja? Also sagen wir es so, liebe Leute. Max wird sein Video zuerst hochladen. Und wenn ihr eine halbe Stunde lang Fell, gezähter Geschrei und am Ende eine Eskalation von mir hören wollt, in diesem Video, schreibt es in die Kommentare, ich bin am bereit, um hier gebt einen Daumen nach oben. Ja, Daumen nach oben jetzt nicht unbedingt. Doch, gebt einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar. Ich muss kurz noch was gucken, bevor das mit der nächsten Start ist. The future must navigate the white light, warning, do not cross the lines shown in the maze, these lines are invisible on the bomb. This seems to find the maze with matching circular markings. Weißt du, was gut sein kann, was mir gerade so auffällt? Was? Dass vielleicht nicht immer die Teile wirklich genau dort sind. Wobei, nö, eigentlich war bisher, nö, passt eigentlich perfekt. Du hast bisher noch Scheiße gebaut, okay. Ja, das tue ich immer, das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Oh Mann, Alter, nächste Bombe bitte, bevor ich hier wieder eskaliere. Okay, start.
You are not allowed to look at the defusal manual. Ich kann kein Englisch aussprechen heute mehr. Es ist zu spät am Abend. Sag Bescheid, was du hast. Du wirst auf jeden Fall irgendwelche Wires haben, wahrscheinlich, oder? Nein. Was hast du dann? Button? Ich habe zweimal solche Symbolmodule. Hau raus. Also ich habe eins, da ist so ein Dreieck mit drei Füßen unten und daneben sowas, so ein Strich. Hab ich? Ja, so ein H, so ein quasi ja. Ein H. Ja. Okay, hab ich. Ein umgedrehtes Fragezeichen. Hab ich. Wieder dieses B mit dem Strich. Ja. Und das I mit dem X im Hintergrund. Das I mit dem X im Hintergrund. Shit. Das I mit dem X im Hintergrund, dann kann... Muss ich jetzt mal selber ganz kurz... Doch, das habe ich, okay. Nochmal, du hattest das B, das I mit dem X im Hintergrund, ja. Dieses H und das Fragezeichen, ja? B, dann dieses H mit diesen drei Pissstrichen, das I mit dem X und das Fragezeichen. Okay, nächstes Modul damit. Okay, ja. Dann habe ich dieses gespiegelte N, was oben und unten einen Strich hat. Habe ich. Dann dieses pyramidenartige Ding mit dem Strich unten. Wie so ein A mit A? Ja. Dann wieder dieses komische H und das Y mit dem Strich. Das warte ganz kurz. Jetzt habe ich gerade Scheiße gemacht. Bitte sag nochmal das erste Symbol an. Ganz das kurz. Das N mit diesen beiden Strichen oben und unten, das gespiegelte. Boah, das habe ich gerade verloren. Warte, jetzt muss ich mal ganz kurz mal Symbol für Symbol durchgucken. Das geht ja schnell. Das N jetzt da. Okay, ja. Habe ich. Dann dieses A mit dem Strich unten drin noch. Das, okay, dann muss ich jetzt nochmal genauer gucken, weil da finde ich nämlich... Dazu. Kann jetzt echt nicht wahr sein, wie inkompetent ich gerade bin. Aber wenn ich das immer so angucke, gibt es eigentlich gerade nur einen einzigen Platz, wo noch so ein N in dieser Liste ist. Und das ist da, wo ich gerade bin. Aber da gibt es wiederum kein A. Heißt also logischerweise nach Ausschlusswahrscheinlichkeit, dass das irgendwann das ist. Fakt, es tut mir gerade echt leid, dass du gerade so da auf der Bombe drauf sitzt. Tja, das habe ich ja mit dir auch nicht anders gemacht. Ja, das nur warst du halt absolut scheiße und asozial, das wirst du ja nicht sein. Es kann jetzt echt nicht sein, dass du da dieses eine N ist, aber dazu nicht dieser Kack oder was? Also du hast das gespiegelte N mit zwei Strichen, ja? Ja. Warte mal, mit zwei Strichen? Beschreib doch mal genau, wie das aussieht. Ne, das ist so ein Bogen, dann dieses, also so ein kurzer Bogen, wie du bei einem handschriftlichen N machen würdest. Dann das gespiegelte N und dann unten wieder so ein Bogen. Okay. Alter, das kann echt nicht sein. Ich finde gerade nur ein einziges Teil davon. Aber dazu ist nichts anderes. Also, du hast ein A mit einem Strich. Also du hast ein A und da geht ein normaler Strich runter, korrekt. Ja. Was hast du noch? Bitte beschreib dieses weiter. Dieses komische H mit, ja, drei, mit Strichen. Drei Strichen. Und dann dieses umgedrehte Y. Das habe ich alles, aber ich habe nicht dieses N bei mir in dieser Leiste. Drück mal das N zuerst. Bitte. Falsch. Was? Dann haben wir jetzt ein kleines Problem, weil dieses Y sehe ich da nochmal. Das ist ein Scherz. Drück mal, was passiert, wenn du das N zuerst drückst? Es tut mir leid, ich... Das ist schon schief gegangen. Dann drück mal das, dieses komische H. Falsch. Dann sind wir jetzt tot. Fuck. Max? Ja? Du bist doch jemand, der sich wirklich gerne Schneidarbeit macht. Ich nehme jetzt mal für dich separat noch meinen Screen auf. Oh, wie schön. Freue ich mich, dass ich was zu tun habe. 55 Sekunden. Warte, jetzt bevor du startest, ich muss ganz kurz dir das noch einstellen bei mir. Also soll ich mich mal sterben lassen, ja? Bist du noch nicht tot? Nö. Achso. Ich kann dir... Problem ist halt, ich habe gerade gesucht wie so ein Schwein. Ich finde das Symbol, was du so dringend brauchst. Ich habe drei von deinen Symbolen, sind eine in deiner Leiste. Aber denke, doch, ich weiß, was es jetzt ist. Okay, das A mit diesem Balken. 10 Sekunden. Runter. Das A mit dem Balken. Dann dieses umgedrehte Y. Dann dieses ganz komische E. Alter. Du hast das so kacke beschrieben. Es gibt zwei Ns. Ja, aber ich hab doch gesagt, dass mit dem Strich oben und unten da dran ist. So. Ja, das gibt aber wirklich eins, das sieht doch genauso aus. Das ist aber so ein Druckschrift-N gespiegelt, weißt du? Ja,
Und das habe ich die ganze Zeit nur gehabt. Oh, hättest du es mal eins vorher gesagt, ich war in der ganz linken Spalte, da ist das alles dabei. Warte, ich fange jetzt mal ganz kurz an mit dem Recorden hier. Ja, press so, Record start in 3, 2, 1. So, er nimmt jetzt bei mir auf im Stream. Also, wie ihr sehen könnt, Zuschauer, Max hat mir dieses Symbol beschrieben, dabei war das gesuchte. Egal, Max, bitte nochmal von vorne. Die Bombe entschärfen wir. Ready? Ready. Okay, dann starte. Okay, ich habe Kabel. Okay, hau raus. Wie viele? Zwei weiße. Also ich habe Wie viel weiße? Insgesamt 6, 2 weiße, 6, 2 weiße, 2 gelbe, 2 blaue. Okay. Was ist die letzte Nummer der Seriennummer? Moment. Die letzte Nummer der Seriennummer. Jetzt, wenn man jetzt Englisch könnte. Pass auf. If there are no yellow virus and the last digit of the serial number is odd. Was ist odd? Es ist doch eigentlich seltsam, oder? Kurier. Ja, eigentlich müsste das sein, wenn das dort abgezogen ist, der Aufkleber, wenn du es nicht siehst. Dann wäre es das dritte. Otherwise, is there is exactly one yellow wire, ist es nicht. Otherwise, if there are no red wires, cut the last wire. Also entweder ist es das dritte oder das letzte. Okay, das dritte oder das letzte. Wenn die letzte Seriennummer odd ist. Jetzt also anders als die allen anderen sind, aber das stimmt schon so. Also das erste, was ist dritte oder das Entweder letzte? Das dritte oder das letzte. Probier mal das dritte. Falsch. Dann ist es das letzte. Letzte. Okay. Ich habe einen Simon Says. Da muss ich da ganz kurz hingehen, warte ganz, ja, bin da. Das Wir haben einen Strike, behalte das im Hinterkopf, ja. Oder? Ein Strike. Das Grüne blinkt. Da musst du drücken, das Blaue. Jetzt hat das Grüne und danach das Rote geblinkt. Okay, da musst du jetzt das Blaue und das Gelbe drücken. Jetzt hat Grün, Rot, Blau geblinkt. Gut, dann Blau, Gelb und Grün. Jetzt hat Grün... Alter, oh Gott, haben wir Glück gehabt. Jetzt hat okay, Grün, nochmal. Rot, Blau, Rot. Grün, Rot, warte, Grün, Rot, Blau, Rot. Das heißt Blau, Gelb, Grün, Gelb. Richtig. Oh, ja, weißt du, was da steht? If the serial number contains a vowel. Ansonsten wäre es komplett anders gewesen. Haben wir Glück gehabt, dass das ein Vokal enthält. Okay, was hast du noch? Das letzte jetzt? Einen roten Button, wo Detonate draufsteht. Dann muss ich da ganz kurz erst wieder hinzoomen. Warte, Subject Y. Sorry, okay. If the button is blue, nein, ist es nicht. If there are more than one battery in the button. In the button ist da mehr als eine Batterie. Es sind zwei kleine Batterien. Gut, dann ganz kurz draufdrücken und sofort wieder loslassen. Wir haben es geschafft. Oh Gott. Halleluja. Halleluja. Ich merke schon richtig, wie ich hier manchmal ein wenig nicht ganz so einfach. Oh. Du müsstest dann möglicherweise meine Audiospur von dem, was ich hier aufnehme, entfernen. Du kannst es dann ja separat im Video dazu einfügen. Du musst das Ganze erstmal rendern, mir das auf YouTube hochladen, privat, und dann mache ich den Rest. Kann ich euch das irgendwie über Dropbox dann schicken? Egal. Komm, geht eine auch. Bombe können wir jetzt noch machen. Continue. Okay. Bomb. W Money, 6 Modules. Ach was, nein. Was? Ah, nein. Okay. Oh Gott. Okay, Max, dann müssen wir uns jetzt ein bisschen... Ja, weißt du? Butter bei den Fische. Gib ihm. Ich bin bereit. Start. Loading. Das ist ein Müll, das Spiel, ne? Aber wenn wir einen Button haben, fang sofort mit dem Button an und sag mir, ob dort irgendwelche Batterien sind. Warte, ich muss erst mal gucken, ob auf beide Seiten... Okay, ich habe zwei Buttons. Ich habe einen blauen mit Detonate und einen roten mit Hold. Wie viele Batterien? Du stellst mir wieder Fragen. Eine große. Fuck. Warte, ist der Button... wir gehen bitte zu dem Button Detonate. Ja.
Okay. Wir haben nicht mal eine Batterie, dann heißt das, if the button, das ist, nein, ist der denn normal, nein, if the button is yellow, if the button is, welche Farbe hat der Button? Blau. Gut, dann halten, welche Farbe kommt jetzt? Gelb. Wenn der eine 5 in der Position hat. Okay, der ist richtig. Nächstes, schnell. Jetzt habe ich noch einen, den roten Button mit Hold. If the button is only one battery and the button says nein. If the button is white, nein. If there's more than white, nein. If the button is yellow, nein. If the button is red and the button says hold, press and immediately release the button. Also ganz kurz drauf und wieder weg. Ja, richtig. Jetzt zu entkoppeln. Okay. Wie viele? 6. Ja. Und zwar. Irgendwelche, was auch, ich frag dich ganz kurz durch. Irgendwelche gelben? Nein. Keine gelben, okay. Dann guck bitte nach der last digit of the serial number. Ist die Ort. Sieht nicht odd aus. Dann wieder selbe Situation wie gerade, okay. If there's is exactly one yellow, ist es nicht. Otherwise is there are no red wires. Cut the last wire. Haben wir irgendwelche roten? Ja. Haben. Gut. Dann ist es entweder das dritte oder das vierte. Mehr kann ich leider gerade nicht sagen. Dann wahrscheinlich das vierte. Drück mal das, cut mal das vierte. Falsch. Dann ist das dritte. Richtig. Ach, okay. Dann ist die Seriennummer Art. Merkt ihr das ganz kurz, was in dem Falle Ott wäre? Weiter geht's, schnell. Wir haben jetzt erst die Hälfte geschafft. Okay. Also, ich habe, wieder Symbole. Bin da. Schreiben. Und zwar, ich habe einen Stern. Wie sieht der aus? Der ist innen drin. Hohl. Weiß. Also. Okay. War weiter. Weiter. Dann habe ich so ein handschriftliches CL, so direkt. Ja, habe ich. Dann diese, dieses umgedrehte E mit den Punkten oben drüber. Ja, das kommt als auf jeden Fall als erstes. Und dann habe ich das C mit einem Punkt da drin, ein gespiegeltes. Das C kommt als zweites. E, C, C, L, Stern. Okay, jetzt habe ich wieder, noch wieder Symbole. Ja. Wieder das C. Ja. Dann habe ich so ein O mit so einem Strich unten dran. Ja. Ein umgekehrtes Fragezeichen. Ja. Und dann so ein handschriftliches H, wo am Ende noch so ein Bogen nach unten geht. Schwer zu erkennen. Ich glaube, das dürfte das sein. Das O, das C, dieses H, was du gerade mir beschrieben hast. O, C. Dieses H und das Fragezeichen. Okay, war richtig. Jetzt habe ich wieder Kabel. Bin oben. Wie viele? 6 Stück. Irgendein gelbes? Ja. Dann, haben wir ein weißes? Ja. Nee, warte mal, if there is a, haben wir mehr als ein weißes nochmal? Nein. Gut, haben wir irgendwelche roten? Ja. Okay, das vierte. Falsch. Was noch? Haben wir keine gelben? Doch, wir haben eins. Okay, wir haben ein gelbes und haben wir mehr als ein weißes? Nein. Haben wir mindestens ein rotes? Ja. Dann verstehe ich das nicht. Pass auf, ich lese mal vor. If there are no yellow wires and the last digit of the serial number is odd, cut the third wire. Wir haben aber eins. Otherwise, if there is exactly one yellow wire. Du sagtest 6, ja? Wir haben 6. Zeit abgelaufen. Hatten wir wirklich 6? Weil dann konntest du gerade nicht zutreffen. Ich bin nicht in 6 gewesen sein, oder? Ich habe mich brutal verzählt. Weil, pass auf, ich lese mal vor. Du sagtest, ich noch mal ganz kurz im Schluss, ja? Weil wir machen dann noch einen Schein, dann ist gut. If there are no yellow wires in the last digit, kann man schon vergessen. Wir hatten ja ein gelbes. If otherwise, if there is exactly one yellow wire and there is more than one white wire, cut the fourth wire. Das heißt, es hätte mindestens ein gelbes, also mit nur ein gelbes und mindestens zwei weiße sein müssen. Dann wäre es das vierte gewesen. Aber du meintest ja, wir hatten nur eins, aber weiter. Wir hatten aber rote und egal, start nochmal. Wir waren aber ziemlich, zumindest ich war gerade ziemlich gut, du bist ziemlich scheiße. Nee, komm, erzähl, mach ich weiter. Ich liebe dich auch. Mach. Ja. Rauchen ist mach nicht jetzt. Gut.
Womit fangen wir an? Kabel, okay. Ja. Wie viele? Ich habe 6 Kabel. Ja. Irgendwelche gelben? 2. Okay, irgendwelche roten? 1. Dann das vierte. Richtig. Warte mal, ich guck mal, was ich auf der Rückseite noch hab. Da habe ich noch mal Kabel. Okay. Wie viele? 5 Stück. Okay, ist das letzte schwarz? Nein. Gut. Ist da genau ein rotes? Nein. Ist da kein schwarzes dabei? Doch. Erstes. Richtig. So, weiter. Dann habe ich Buttons. Warte. Ja. Einen gelben, wo Detonate draufsteht, und einen blauen, wo auch Detonate draufsteht. Blauen Detonate, okay. Haben wir mehr als eine Batterie? Warte. Wir haben 3 Batterien. Ganz kurz draufdrücken und wieder loslassen beim blauen, der Detonate sagt. Richtig. Jetzt habe ich einen gelben mit Detonate. Selbes Beispiel. Ganz kurz drauf und wieder runter. Okay. Jetzt sind wir bloß noch bei Symbolen. Okay, bin noch nicht in Position, warte, bin da. Okay, erzähl. Also jetzt ist einmal diese 6 mit diesem komischen Strich oben. Diese flache 6, okay, ja. Hab sie. Ja. Dann dieses Hashtag-Zeichen. Hab ich, ja. Dieses Zeichen, was so aussieht wie so ein Kerzenständer mit 3 Armen. Ja, hab ich. Und dieses Omega, glaube ich, ist das. Okay, 6 Hashtag Kerzenständer Omega, so wie du es mir gerade beschrieben hast. Okay. Jetzt auf der Rückseite habe ich jetzt dieses gespiegelte E mit den Punkten drauf. Ach, gleich nochmal. Okay, ja, habe ich. Dann diesen Kerzenständer wieder. Ja. Dann die 6. Ja. Und Omega. 6 E Kerzenständer Omega. Wir haben es geschafft. Halleluja. Halleluja, Bombe. Oh Gott, Leute. So, das war's vom kompetenten GP und vom inkompetenten Max Mischel. Wem das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Für Fragen, Kritik und für irgendwelche Ideen und Vorschläge immer die Kommentare. Wir sind für alles offen. Wir lesen regelmäßig die Kommentare. Jetzt nicht zu vergessen, kostenlos abonnieren. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.